Streifenwagen. Du hast das Fahrzeug freigeschaltet und kannst jetzt Fahrzeugstreifen spielen. Bei der Fahrzeugstreife kannst du einfach in dein zugewiesenes Einsatzgebiet fahren. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zurück bei Police Simulator Patrol Officers. Wie schön, dass ihr dabei seid. Jetzt haben wir die Möglichkeit, mit unserem Streifenwagen zu fahren. Ist die Frage, welche Ortschaft nehmen wir? Wir brauchen nur noch El Combay freizuschalten. Dann wäre das hier komplett unser Gebiet. Super. Ich nehme nochmal North Point vielleicht. So, Schichtdauer machen wir mal 30 Minuten. Ja? So. Bisschen länger. Nachdem du einer Person Handschellen angelegt hast, kannst du den Gefangenentransport rufen. Alles klar. So. Hallo. Guten Morgen, liebe Kollegen. Wo ist mein Streifenwagen? Officer, wir haben Beschwerden über Raser erhalten. Könnten Sie besonders darauf achten? Alles klar. Alles klar. Ah, das ist so ein super Gefühl jetzt hier, den Streifenwagen endlich zu benutzen. Streifenwagen. Jetzt, wo du einen Streifenwagen hast, halte dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung und die Verkehrsschilder. Wenn du es eilig hast, schalte das Blaulicht und das Martinshorn ein, um die Verkehrsteilnehmer auf den Polizeieinsatz aufmerksam zu machen. Setze deine Sirene ein, um Fahrzeuge vor dir anzuhalten. Okay. Kofferraum. Das ist dein Streifenwagen. Öffne den Kofferraum, um weitere Ausrüstung zu finden, wie Notlichter und um deine Ausrüstung aufzufüllen. Okay. So, jetzt muss ich mal schauen. Lenken kann ich auch. Super. Gas geben mit R2. Jawohl. Geschwindigkeitsmessung. Du kannst die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs messen, indem du hinter ihm herfährst. Auf diesem Weg findest du heraus, wie schnell ein Fahrzeug ist und erkennst potenzielle Raser. So, oh. Entschuldigung. Ja, nach ihnen. So. Dann fahren wir ganz langsam hier raus, ne? Fahrzeug anhalten. Wenn du im Streifenwagen unterwegs bist, kannst du einen Fahrer, der einen Verkehrsverstoß begangen hat, auffordern anzuhalten, indem du den Signalton deines Streifenwagens benutzt. Normalerweise versucht der Fahrer daraufhin, eine Parkmöglichkeit zu finden. In manchen Situationen, zum Beispiel wenn du die Sirene benutzt hast, kann der Fahrer das Fahrzeug auch genau dort zum Stehen bringen, wo er ist. Okay. So, Polizeicomputer. Ich kann mal schauen, was ich da machen kann. Wie schalte ich denn jetzt die Sirene ein? Ich weiß es noch gar nicht. So. Oh. Das Fahrzeug hat keinen Blinker gesetzt. Die werden deaktiviert. Ich weiß nicht, wie ich den anhalten soll. Wow, 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 wow. Also rechts kann ich umschalten. So, kein Blinker, ne? Ach, ich kann auch blinken, okay. Ich weiß nicht, wie mache ich eine Sirene an? So, meine Güte. Ich glaube, ich muss mal laufen lassen. So, erstmal gucken, wie ich hier klarkomme. So, also, ich kann hier links blinken, ne? Jawohl. Rechts blinken. Abstellen. So, das. Okay. So, Sirene, Kreis. Alles klar. Blaulicht. Viereck, Hupe, Signalhorn anhalten. Signalton. Okay. Also, Blaulicht. Und Dreieck. Alles klar. Fährt er weg? Das Auto hat kein Blinkzeichen gesetzt. Okay, Moment mal. Hey.
Jo, hey. Ey, sag mal, geht's noch? Alter. Kacke. Wie geht denn das? Ich hab verloren. So. Mist, verdammter. Kacke! So. Mein Freund, Unfälle von Streifenwagen. Kläre den Unfall, in den du verwickelt bist, indem du eine Untersuchung durchführst und den Fahrer ihre Unfallberichte gibst. Denk dran, wenn du einen Unfall bearbeitest, den du verursacht hast, bekommst du keine Schichtpunkte für die Untersuchung. Aber du kannst Verhaltenspunkte verlieren, wenn du die Situation nicht richtig handhabst. Dies geschieht nur, wenn die entsprechende Option in den Spieleinstellungen deaktiviert ist. Okay. Ja. Hallo? Unfallentschuldigung, Ausweiskontrolle und Unfallbericht übergeben. Ich möchte gerne Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer, bitteschön. So, was hatten Sie einfach auf der Straße an? Hier ist Ihr Unfallbericht. Bitte begeben Sie sich zum nächstgelegenen Revier, um Ihren Fall einzureichen. Die Polizei von Brighton kümmert sich um den Rest. Soll das ein Witz sein? Da steht ja kaum was. Alles klar, Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. Ich möchte gerne einen Blick auf Ihren Ausweis werfen, bitte. Ich muss mal schauen, ob ich ihn finde, Officer. Siehst du? Ich ahne nämlich schon was. Ja, ich ahne schon was, ne? Lallt. So. Ich würde sagen, Geruch von Alkohol. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch, ich werde Sie durchsuchen. Und verursacht hier einen Unfall, ne? Alkoholisiert. So, Springmesser und Cannabis. Okay. Illegaler Gegenstand gefunden. So. Darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Hat sie jetzt einen Waffenschein oder Moment. Nicht? Okay, einen Moment. Waffenschein, nein. Alles klar, das war's. So, Betäubungsmittel. Illegaler Waffenbesitz erstmal mit Führung eines Springmessers. Ich muss Sie festnehmen, Sie führen ein Springmesser mit sich. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, Officer! So, trinken in der Öffentlichkeit. Weiß ich nicht. Ach komm, wir verknacken die einfach, ne? Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Hey, Officer. Ich habe jetzt keine Zeit. Hallo, zurück. So, das gibt richtig Ärger. Das gibt richtig Ärger für dich. Ich bitte Sie zu kooperieren und mich zum Streifenwagen zu begleiten. Ich habe keine andere Wahl. Ja, die ist genau in meinen Streifenwagen geknallt. Okay, so. Gefahrenübergabe. Hey, au. Sag mal. McCauley. Warten Sie. So, wie kriege ich den da raus? Oh, ich glaube, ich brauche eine Winkerkelle. Du benötigst weitere Dienststerne. Oh nein. Hab ich vielleicht einen im Kofferraum? Okay. Habe ich auch alles nicht mehr. Fährt die Kiste denn noch oder nicht? Auch geht doch noch. Oh, ich bin ein bisschen schnell, ne? So, ich glaube, ich muss aber zurück in die Einsatzzentrale.
vergessen zu blinken, ne? So. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Ich glaube hier links, ne? So, ist die Frage, wo ist das Polizeihauptquartier? Oh. Ah, was kann ich da machen? Ich kann nicht rauswinken, ne? Ja, toll. Oh. Verdammt. Versuch's einfach mal so. Oh, halt. So, guten Tag. Kannst ja ansprechen, natürlich nicht, ne? Was bringt denn das? Was bringt denn das dann? Ich kann ja nicht rauswinken. Macht er irgendwas? Okay, weiß was. Oh, was passiert? Ja Mensch, gut, dass sie halten. Ja, was? Haben sie keine Augen im Kopf oder was? Ha? Geht's ihnen noch gut? Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein. Ja, Officer, bitteschön. Ja, mir einfach hinten drauf zu fahren. Ach, schön. Hier ist Ihr Unfallbericht. Bitte begeben Sie sich zum nächstgelegenen Revier, um Ihren Fall einzureichen. Die Polizei von Brighton kümmert sich um den Rest. Im Ernst? Das ist nur ein leerer Bericht. Genau. Alles klar, Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Würden Sie mir Ihren Ausweis zeigen, bitte? Okay, Officer. Bitteschön. Jetzt geht's nämlich los. Nein, ja. Okay, das scheint der richtige Name zu sein. Gerötete Augen, ich wusste es doch irgendwie, ne? Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch, ich werde Sie durchsuchen. Ja. Ja, wenn ein Polizisten drauf fährt, ne? Süßigkeiten. Ich wusste es. Dingen war, ich weiß es nicht. Alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ja, fahren Sie mal weiter, ne? So. Schön. Aber er hat angehalten. Es hat geklappt. Ne? So ist es ja nicht. Wow. Boah, der fährt 35. Ah, ist okay. So, oh, hier ist eine super Stelle eigentlich für Radarmessung, ne? Finde ich. Ja. Super. So, natürlich sicherheitsmäßig hier auf der Seite aussteigen und dann Radarpistole benutzen. So, dann gucken wir doch mal. 35. 45. Qualm aus. Ich will den fotografieren, ja. Oh, ey. Spiel. Willst du mich verarschen oder was? Ja, dank der Meldung konnte ich die jetzt nicht mehr. Ah, das. Ey. 35, hast du Glück gehabt. Okay. Gut, alles klar. Aber durch diese blöde Meldung habe ich den jetzt nicht bekommen. Der war viel zu schnell. Boah, es regt mich auf, sowas. Meine Güte. Oh, Junge. 43,5. Wunderbar.
Wir werfen hier Abfall weg. Sag mal, geht's euch noch gut? Nur weil ich hier beschäftigt bin. 39, auch gut. So. Wie langweilig. Ah, ich glaube, die wissen jetzt, wo ich meinen Standort habe. Insofern am besten wieder weg. Wow, Alter, was ist mit dir? Hey, hallo. Moment mal. Mach doch mal ein bisschen schneller die Tür. Hallo? Entschuldigung. So, Moment mal. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Okay, Sharanya Bogdanov. Alles klar. So, es war jetzt keine Meldung da, aber ich hab's ja gesehen. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Dieses Mal belasse ich's bei einer mündlichen Verwarnung. Juhu. Okay. Alles klar. Ich hab doch alles gesehen. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. So. So, hoffentlich fahre ich jetzt nicht die Parkuhr um. Ah, eins drüber. So, muss ich hier links? Ich glaube, ich muss hier links, ne? Als Polizist darf ich das. Ein bisschen zu langsam hier. Meine Güte. So, ich muss ihn irgendwie abstellen, den Wagen. Oh, Mama. So. Oh, der Chef wird mich umbringen. Beim Sergeant wird der Arsch bluten. Oh nein. Eieiei, ich gehe lieber zu Fuß. Streifenwagen hatte ich heute gar nicht. Ich fahre zu Fuß unterwegs. Natürlich. Ne? So. Falsche Richtung, natürlich wieder. Ah, schön. Ja, ich glaube, es ist sicherer für die Stadt, wenn ich jetzt keinen Streifenwagen benutze mehr. Das sieht gut aus. Oh, abgelaufenes Kennzeichen. Das ist aber übel. Also langsam wird man ja Profi, ne? So ist es. Da. Ich muss mal gucken, Radarpistole können wir auch noch nehmen, ne? Falls einer zu schnell ist. Oh, der Quant da vorne. Muss ich jetzt normalerweise rausziehen, aber ich habe keine Kelle. So, hier ist eine Bank. Vielleicht gibt es ja auch mal einen Banküberfall oder so. Der steht ein bisschen weit draußen, ne? Ist das noch okay? Was sagt ihr? Ich würde sagen, ist nicht okay. So. Bisschen zu weit draußen, ne? So durchs offene Fenster hinter die Scheibe gelegt. Alles klar. So. Das sieht gut aus. Hey, Officer. Hallo. Hallo zurück. Oh, Abfallwegwerfer. Halt, stehen bleiben. Ja, kommen Sie mal. Kommen Sie mal mit. Ich laufe den Grund und Boden. Ja, stehen bleiben. Halt, stopp. Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Ja, natürlich. Bitteschön. KG Burnston. Okay.
Na, bist nervös, ne? Alles gut? Lassen Sie mich Sie bitte nach illegalen Gegenständen abtasten. Make-up. Ach, deswegen. Okay, alles klar. Unerlaubte Straßenüberquerung. Ich werde es bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Oh, danke. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Kein Problem. Hab heute mal einen netten Tag, ne? So. Wow! Alter! Aber gebremst wie eine Eins. Du meine Güte. So. Das sieht okay aus. Mein Kollege ist ein bisschen schnell hier, ne? Ne, geht. Abfall wegwerfen? Was du? Wer hat Abfall weggeworfen? Wer? Wer denn? Ich sehe es nicht! Mein Spider-Sinn ist kaputt. So. Kennzeichen sind okay. Parko ist auch okay. Oh, aber hier. Das war nicht so ganz okay. Abgelaufenes Kennzeichen. So, bitteschön. Kundschaft. So, ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen zurück Richtung Streifenwagen. Da sehe ich nochmal einen Falschparker auf jeden Fall. Falsche Richtung. Vielleicht sind die anderen ja auch noch mit dabei. Oh ja, hier. Ich bin auf eine Parkuhr. Das lohnt sich mal wieder heute. Bitteschön. So, ablaufende Parkuhr. Wenn es einer macht, machen es alle. So. So, und den Kollegen hier, den kann ich jetzt aufschreiben, weil er falsch rumsteht. Und nochmal die Parkuhr ablaufen lassen. Ah, schön. Einmal und zweimal, bitteschön. So, was ist das hier? Kein Parken. 12 bis 4 Uhr nachmittags am Mittwoch. Alles klar. Ja, ist klar, es ist nicht so ist, dass man alles, glaube ich, entdecken kann. Aber ich will natürlich hier die gröbsten Sachen dann so bestrafen. Hier jetzt zum Beispiel. Da wäre mir fast nicht aufgefallen, dass der auf dem Busparkplatz bzw. Bushaltestelle steht. Rettungszufahrt, Bushaltestelle. Strafzettel. So, erstmal Strafzettel dran. So. Und dann abschleppen. Ich habe einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? Oh, wie gemein. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Ich habe die sonst immer abschleppen lassen. Ohne Strafzettel. Was bin ich denn für einer? Bin ja viel zu nett. So. Da höre ich schon. Sehr gut. Super, Kollegen. So, unter der ganzen Action hier. Oh, abgelaufene Parkuhr. Aber eine, ja, Behindertenplakette dran. Das heißt, lass ich mal durchgehen. Ne? Kein Problem. Der darf da parken. So. Weil mit Behindertenausweis, ja, braucht man, glaube ich, nicht die Parkuhr füttern. Meine ich. Aber würde ich auch so oder so machen. So, Kennzeichen ist abgelaufen. Schön, ja, wunderbar. Ich hoffe, dass gleich der Reifenwagen wieder in Ordnung ist. Oder muss ich den reparieren lassen? Ich weiß es nicht. So, Behindertenparkplatz.
Alles klar. Schauen wir nochmal. Er hat auch einen Behindertenausweis. So, hier auch. Alles klar. Gut, habe ich nichts gesagt. Diese Person hat Abfall weggeworfen. Halt. Moment. Ich möchte gerne einen Blick auf Ihren Ausweis werfen, bitte. Ja, Officer. Bitteschön. Ja, ist mir schon zu freundlich. Tiger Race. Alles klar. Ist auch noch gültig. Umweltverschmutzung. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen Umweltverschmutzung aus. Das macht $25. Warum ist das so teuer? Wütend? Nein. Alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ja, fahren Sie weiter. Ich fahre auch weiter. So. Abfall. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben, ne? So, kommt so von der Straße runter. Darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Oh, die sieht aber nett aus. Okay, Officer, bitteschön. Nur Ishi. Alles klar. Dieses Mal belasse ich es bei einer mündlichen Verwarnung. Danke, Officer. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. So, ja, bitte fahren Sie weiter. Ach, mein Gott. So, da hinten sind noch geparkte Autos. Ich glaube, wir müssen jetzt das langsam auf den Rückweg machen. Damit wir dieser hallo, pünktlich Officer. Feierabend machen. Ja, hallo. Wie geht's? Ich wollte nicht ansprechen, wollte nur zurückrufen. Hallo. So, ich gehe mal durch den Park. It's just a walk in the park. La 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 la. Oh, schön. So. Nehmen wir mal die landschaftlich anschauliche Strecke. Und da hinten scheint auch ein Kunstwerk zu sein. Sieht aus wie jemand, der in der Sonne chillt. Liegender Mann in Gold oder so. Mit Kugel in der Brust. Oh, wei, wei. Spacig. Okay. Wow. Alter. War doch. 26. Ah, Mist. Ich hätte ihn dafür dran kriegen können. So. So, die haben wir, glaube ich, alle schon, oder? So, noch 70 Meter. Brighton Boulevard und Belfort Street. Was ist hier los? Oh, wow, oh, Alter. Uiuiui. Hat er das Auto zum Wackeln gebracht. Ja, super. Ein Unfall und Überquerung. Dank dir, ne? Sie haben gerade den Unfall. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Diese Person ist plötzlich abgebogen. Kein Blinker, nichts. Ja, sie sind einfach so über die Straße gegangen, ne? Unerlaubte Straßenüberquerung. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße aus. Etwa $25. Ach, kommen Sie schon. So viel? Ja, genau. So festhalten. Brauche ich nicht. Ich lasse den laufen. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Wie geht es Ihnen, Officer? Guten Tag. Wo? Nein, nicht ansprechen. Grüßen. Ach, ist auch egal. Ein Verletzter. Oh nein. Ich habe hier eine Person mit Verletzungen, Rettungswagen erbeten. Du meine Güte. So, wir brauchen eine Kamera.
Da kommt wahrscheinlich wieder nicht durch, ne? Ja, der steht da hinten im Stau. Super. Oh, der ist unbeteiligt. So, okay. Okay, was ist passiert? Hören Sie mich? Ich habe Schmerzen, aber nur leichte. Glück gehabt. Okay, super. Sie müssen zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden. Können Sie allein... Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Diese Person ist ohne Blinker abgebogen. Das ist sehr gefährlich, Officer. Okay, also zwei verschiedene Aussagen mit dem gleichen Inhalt. Führerschein und Versicherungskarte, bitte. Ja, natürlich, Officer. Der ist aber nett. Benito Dunn. So, okay. Bitteschön. Eins von den anderen, ja? So, mein Freund. Was genau haben Sie gesehen? Ich bin mir nicht sicher, Officer. Vielleicht habe ich vergessen zu blinken. Er ist ehrlich. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Okay, Officer. Bitteschön. Er ist ehrlich. Hätte ich das nicht gedacht. So, Todd Jin. Mit Versicherung, das ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Sieht auch okay aus. Ich würde sagen. Ihre Schicht ist um, ja. Officer. Machen wir Fahrer. Können wir jetzt nicht Fahrzeug. Ist auch okay. Fahren. Kein Blinkzeichen gesetzt. Aber er war ehrlich, er hat es zugegeben. Ich würde sagen, mündliche Verwarnung. Komm. Dieses Mal belasse ich es bei einer mündlichen Verwarnung. Oh, danke. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Scheint quasi nutzlos, aber was soll's. Oh, auch noch entspannt, alles klar. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Hier, Ihr Unfallbericht. Scheint quasi nutzlos, aber was soll's. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. So, ja, ich weiß jetzt nicht, ob die verletzte Person, ob das relevant ist. So, ich befrage nochmal, ne? Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Okay, der weiß doch gar nichts. Komm her. Alles klar, hier ist Ihr Unfallbericht. Es fehlen ein paar Angaben. Nichts Besonderes. Genau, ich habe dich noch nicht befragt, wer du bist. Ich möchte gerne Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer, bitteschön. Yunus Castaneda. 1022. Ui, okay. Der ist abgelaufen. Ja, es tut mir leid. Ich werde Sie mit einem Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen eines abgelaufenen Ausweises belegen. So viel für so eine kleine Sache? Alles klar, Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. Okay, so. Wunderbar, der fährt. Yo! Yo, was ist los, yo? Was ist das denn? Oh, ich weiß, ich habe Feierabend, aber... Hallo. Das ist ja wohl doll dreist. Abgelaufenes Kennzeichen, falsche Richtung und dann noch auf dem Busstreifen. Ich fasse es ja nicht. Okay, legen wir los. Also, abgelaufenes Kennzeichen. Dann besondere Haltezone, Bushaltestelle... Lalala. Position, falsche Richtung. So, und da Sie jetzt drei Strafzettel haben, kriegen Sie. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe ja einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Wunderbar. Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. Schön, das hat sich gelohnt. Alles klar. Super, super, super. Und Feierabend jetzt. Du meine Güte.
Reicht auch. So, den Bericht tippen und das war's. Ausloggen natürlich wieder. Und dann haben wir jetzt hier die Schicht vom 10. November. Ja, ganz schön erfolgreich, muss ich sagen. Jawohl, und wir haben wieder Sternchen gesammelt. Ja, die Winkerkelle ist endlich da. Das heißt, wir können endlich die Fahrzeuge rauswinken. Einsatz Verkehrskontrolle. El Combe. Ach, herrlich. Ja, eine große, weite Welt erwartet uns. Ich darf mich ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen und sage bis gleich, ihr Lieben, in der nächsten Folge. Macht's gut.